herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung, und zwar mit mir, dem Mr. Bauer. Wir schreiben heute den 27. Januar 2022 und wir haben heute wieder ein paar Mods vorzustellen, die heute im Giants Mod Hub vorgestellt worden sind. Dabei handelt es sich um 17 neue Mods und einem Update. Und zwar legen wir gleich los. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, bitte nicht vergessen, den Livestream von heute Abend 18 Uhr mit dem Start zum Let's Play auf der Calmston Farm. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Dann freue ich mich jetzt schon auf euren Kommentar im Chat während des Livestreams. Wir legen gleich los mit dieser hübschen mittleren Garage von Pschemek. Downloadgröße 3,89 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Preis für die Halle 40.000 Euro, Unterhalt 40 Euro pro Tag, und diese hat bewegliche Tore. Und zwar können wir jeweils die Flügel separat bewegen. Einmal hier, einmal hier und dasselbe auf der Rückseite natürlich auch. Ich habe hier keinen Trigger gefunden, um das Licht einzuschalten. Ich kann also nicht sagen, ob dies dann automatisch bei einer gewissen Dunkelheit passiert oder wenn die Tore geöffnet werden. Im Baumenü natürlich zu finden unter Hallen, und zwar die Lizardhalle, die mittlere Garage. Hier ist diese zu finden, kann hier platziert werden. Kein Problem, 40.000 Euro, wie bereits erwähnt. Dieses Silo ist ein Teil eines großen Paketes, das von Omatana präsentiert wird. Downloadgröße 9,08 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar ist dieses das Trailer Farmgebäude Pack. Zu diesem Pack gehören verschiedene Teile, wie zum Beispiel dieses Farm-Silo, ein Multifrucht-Silo mit der Kapazität von 5 Millionen Litern. Dann haben wir hier Carports, einen großen, mittleren und einen kleinen Carport. Dann haben wir hier eine Unterstandshalle. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Shed hier stehen. Dann haben wir hier diese Dekorationsgebäude. Hier stehen diese hier. Und das Gute dabei ist, dass diese Dekorationsgebäude auch mit einem Schlafträger ausgestattet werden können. Wir gehen ins Baumenü, und zwar finden wir erstens mal unter den Farmhäusern finden wir das Trailer Farmhaus, das große Trailer Farmhaus und das dritte Trailer Farmhaus. Das sind jeweils diese drei hier. Die können sowohl als Schlafplatz, also als Farmhaus, sowohl als auch als Dekorationsobjekt hingestellt werden. Wenn wir unter Silos gehen, dann finden wir hier dieses Silo hier, das Farm-Silo von Omatana, 5 Millionen Liter. Es wird zwar nicht unbedingt gesagt, dass es Multifrucht ist, aber auf jeden Fall das Fassungsvermögen von 5 Millionen Litern. Bei den Hallen haben wir auch gewisse Sachen hier stehen, zum Beispiel eben wie schon gesehen, das ist diese Halle hier. Dann haben wir diesen Unterstand hier stehen. Dann haben wir hier natürlich auch die drei Carports, die verfügbar sind. Ein schönes Paket, ein nützliches Paket für die kleinere oder mittlere Farm. Und zwar kommt die nächste Mod von Alien Jim, also dem Ersteller der No Man's Land Karte. Dieser Mod hier hat eine Downloadgröße von 10,55 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses platzierbare Bauernhaus-Pack kommt zum einen mit diesem Blockhaus hier. Wir gehen mal rein. Also wir haben hier eine Badewanne, wir haben den Schlafträger hier, sehr viele schöne Dekorationsobjekte hier haben wir auch. Dann haben wir hier unseren Kleiderschrank, damit wir unsere Kleidung ändern können. Dann haben wir hier einen Lichtschalter, das sind wir ja uns schon gewohnt von Alien Jim. Ja, das ist mal dieses Pack hier. Jetzt, wenn wir unter Farmhäuser gehen, dann finden wir hier von Alien Jim 5 verschiedene Farmhäuser, die ich natürlich nicht alle hinstellen kann. Ich werde jetzt mal dieses hier abreißen und werde mal das Zelt hinbauen hier. Das hat hier ebenfalls einen Kleidungsträger und natürlich den Schlafträger. Insgesamt beinhaltet dieses Paket von Alien Jim 5 verschiedene Schlafträger, und zwar zum einen diese Bauernhaus Fußmatte für 200 Euro, dann haben wir ein kleines Zelt Nummer 1, ein kleines Zelt Nummer 2, dann haben wir ein großes Zelt, was zu diesem Paket gehört. Also wir haben heute sehr viele Schlafträger im Angebot von Giants im Giants Mod Hub. Als nächsten Mod haben wir
einen weiteren Schlafträger, und zwar auch ein Zelt. Und zwar ist das nicht dasselbe Zelt wie das Zelt von Alien Jim. Dieses wird vorgestellt von Hystel Mods QWERTY. Downloadgröße 0,40 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Leider habe ich jetzt gerade versucht, das Zelt oder den Schlafträger von Alien Jim abzureißen, was leider hier nicht geht. Also ich habe keine Möglichkeit, diesen Schlafträger von Alien Jim zu entfernen. Also zumindest nicht dieses Zelt. Daher kann ich jetzt auch gerade nicht das andere Zelt hinstellen. Aber wir sehen hier definitiv, das ist von der Textur mehr oder weniger dasselbe. Hat aber jeweils nur einen Trigger. Also es gibt hier keinen Kleiderschrank in dem Sinne. Kostenpunkt für dieses Zelt ist 2000 Euro im Gegensatz zu den 250 Euro des Zeltes von Alien Jim. Die nächste Mod kommt von VNSDFG2. Downloadgröße 18 KB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Das ist ein Spawn-Trigger für Honigpaletten, also wenn man Bienen im Betrieb hat. Also hier werden Paletten von Honig gespawnt, und zwar die Menge von 3 Stück, nicht wie im Standardspiel. Ein Stück, sondern hier kommen 3 Stücke zum Einsatz. Kostenpunkt natürlich 600 Euro. Wir finden das hier natürlich unter dem im Baumenü unter Bienen und hier natürlich dann der entsprechende Trigger. Die nächste Mod kommt von Vanquish 081, Downloadgröße 1,98 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist ein Gebäude einer Produktionsstätte, und zwar kann hier Saatgut produziert werden. Nehmt Güter an und verarbeitet sie zu Saatgut, und zwar kann angeliefert werden Weizen, Gerste, Hafer, Mais und Sorghumhirse. Und was daraus entsteht, ist Saatgut, 100%. Ist natürlich zu finden unter den Fabriken, und zwar hier für 45.000 Euro. Platzierwert ist diese hier. Das bringt mich auch gleich zur nächsten Mod, und zwar heißt diese Produktionsgüter kaufen, und zwar kommt diese von Ria Modding 11 KB im Download in der Version 1.0 und für PC und Mac. Dafür wechseln wir mal kurz die Location und gehen mal zu der Spinnerei, die ich mir hier gekauft habe. Die Mod von Ria erlaubt uns, dass wir die Produktionsgüter kaufen können. Und zwar zum Beispiel hier können wir Baumwolle ankaufen, wenn wir selber nicht produzieren. Also können wir hier Baumwolle ankaufen zum Wert zum Beispiel von 1000 Litern für 1877 Euro. Wolle wird gekauft für 900 Euro und so weiter. Also ihr könnt bei jeder Produktionsstätte die benötigten eingehenden Güter kaufen, und zwar in der Menge von 1000 Litern. Das waren die Mods der platzierbaren Objekte der Produktionsstätten und Farmhäusern. Wir kommen zu den Geräten, und zwar fangen wir an mit dem Micheletto AM19 von Realistic Farmers. Downloadgröße 6,68 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um zwei Anhänger, die Tiere transportieren können. Und zwar haben wir den einen, den AM19, auf zwei Ebenen. Das ist dieser hier, hat Platz für 32 Stück Rinder, 60 Stück Schweine und 60 Stück Schaf. Wiegt 13,1 Tonne und ist in der Normalfarbe hier 67.500 Euro. Dann haben wir den AM19 auf drei Ebenen. Hier passen keine Rinder rein, sondern 144 Stück Schaf, sondern 144 Stück Schweine oder 96 Stück Schaf. Auch hier 13,5 Tonnen, Kostenpunkt 73.000 Euro in der Originalfarbe. Von der DA Modding kommt die nächste Mod, und zwar die Pöttinger Toro Kombi-Line. Downloadgröße 35,58 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich dabei um ein Set von drei verschiedenen Ladewagen. Zum einen den 6510er D-Kombi-Line. Ladevolumen standardmäßig 34 Kubikmeter, Leergewicht 10,2 Tonnen, braucht 150 PS, Arbeitsgeschwindigkeit bei 20 km/h und kostet
129.000 Euro, wobei also dieser Preis so nicht erreicht werden kann. Da kommen wir gleich darauf zu. Reifenhersteller, die verwendet werden können, ist Bredestein, Michelin, Trelleborg, BKT und wieder Bredestein. Dann haben wir hier die Reifenvarianten und da kommt der Grund, warum die 129.000 nicht erreicht werden können. Es gibt also keine Reifenvariante, die standardmäßig dazu gehört. Also hier muss man auf jeden Fall den Aufpreis bezahlen. Dann, was auch geändert werden kann, ist der Standard Kennzeichengenerator, also das Design. Also wir können auswählen zwischen Weiz 1, Weiz 2, Grieskirchen, Hochsauerlandkreis, Ostallgäu, Soest und zurück zum Standard. Dann kann hier ausgewählt werden, ob eine Abdeckung drauf soll, und zwar ob Dachseile drauf sollen oder eine Kanalabdeckung für den Häckselbetrieb. Des Weiteren kann entschieden werden, ob hier zwei oder drei Dosierwalzen eingearbeitet werden sollen. Bei den Beleuchtungsoptionen gibt es Verschiedenes zur Auswahl, also Standardbeleuchtung, dann LED-Pack 1, Heck- und Laderaum, LED 2, LED Pack 2 mit der Pickup-Beleuchtung, dann Rundumleuchten und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Optionen. Dann bei der Kapazität wird der Siliermitteltank hinzugefügt, ja oder nein. Abkippmechanismen gibt es hier ohne Querförderband und mit Querförderband. Der nächste Ladewagen in dieser Serie ist der Toro 8010D und zwar in der zweiachsigen Version. Auch hier preislich gilt dasselbe, Basispreis 149.000 Euro, ist aber nicht zu erreichen. Ladevolumen 42.000 Liter oder 42 Kubikmeter, Gewicht 10,7 Tonnen, braucht 200 PS und arbeitet auch bei 20 km/h. Alle Konfigurationsmöglichkeiten bleiben ex aequo mit dem ersten Beispiel, das wir gerade angeschaut haben. Also hier gehe ich jetzt nicht nochmal die ganzen Details durch. Und der dritte in der Serie ist der 8010er in der dreiachsigen Version. 42 Kubikmeter Ladevolumen, 11,1 Tonne, braucht 200 PS und arbeitet auch bei 20 km/h. Auch hier gilt dasselbe, gehe ich nicht die Details nochmal durch, denn die haben wir im Detail schon mal angesehen. Zusätzlich zu diesem Pack kommt noch natürlich das Siliermittel, und zwar einmal als Kanister von 25 Liter und dann ein Fass mit 200 Liter. Und dann gibt es die Möglichkeit, die auf einer Palette zu kaufen, entweder mit einem Fass oder mit zwei Fässern. Und natürlich haben wir die Möglichkeit, dies als IBC-Tank, also auf einer Palette montiert, im Volumen von 1000 Liter zu kaufen. Von Vertex Design kommt das Bressel- und Ladeschaufelpack. Downloadgröße 5,13 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Schaufeln, einmal der L16er. Das Volumen kommt mit 2080 Litern, Gewicht 530 Kilo und kostet 1900 Euro. Dann kann diese konfiguriert werden auf 2390 Liter, 2600 Liter und 3110 Liter. Es kann auch eine Verstärkung hinzugefügt werden und auch der Ankupplungstyp kann geändert werden. In diesem Falle hier gibt es die Option Frontlader, Teleskoplader und Radlader. Bei der Farbpalette haben wir die Bressel und Lade schwarz, dann haben wir Bressel und Lade grau, grün und orange. Dann haben wir die 17er Serie und zwar kommt diese standardmäßig mit 3030 Litern, wiegt 700 Kilo und kostet 2200 Euro. Kapazität kann erhöht werden auf 3330 Liter, auf 3860 Liter und zu guter Letzt auf 4240 Liter. Auch hier kann eine Verstärkung hinzugefügt werden und diese Schaufel ist verfügbar für Radlader und Teleskoplader. Dieselben Farboptionen haben wir natürlich hier auch. Wie erwähnt, nochmal der Grundpreis 2200 Euro. Diese hydraulische Ballengabel kommt von BM Modding, Downloadgröße 1,06 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen.
Die hydraulische Ballengabel eignet sich perfekt zum Stapeln von Quad- und Rundballen. Die oberen Spieße können hydraulisch ausgefahren werden, um bis zu 4 Quaderballen auf einmal bewegen zu können. Diese Ballengabel kann an Frontladern angebaut werden. Das ist diese hydraulische Ballengabel hier, Gewicht 300 Kilo, Kostenpunkt 1200 Euro und die Farbe der Spieße kann verändert werden. Des Weiteren gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Diese 3-Punkt-Transportbox kommt von Black Sheep Modding, Downloadgröße 1,93 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Diese Transportbox hat eine Ladekapazität von 3 Kubikmeter, wiegt 500 Kilo und kostet 2400 Euro. Die Konfiguration kann gewählt werden zwischen der normalen Version oder der Forst-Version. Und die Farben können geändert werden zwischen Grün, dem Orange und Schwarz. Designfarbe betrifft da der Teil der Anhängung, der Kupplung und hat die Möglichkeit zwischen Gelb, Grün und Grau. Das ist diese Box hier. Hier kann die vordere Klappe an hier also einfach bewegt werden. Ja, sogar mit einem Sound ist das verknüpft. Hervorragend, super schön. Von VN. SFDG 2 kommt auch dieser Düngestreuer hier von Sipma, Downloadgröße 3,41 MB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Hat in der Standardversion 600 Liter Ladevolumen, Gewicht 482 Kilo, Arbeits- oder Streuweite 18 Meter und arbeitet bei 18 km/h. Grundpreis 7500 Euro und hier kann bei der Konfiguration das Ladevolumen erweitert werden auf 1200 Liter, also es wird verdoppelt. Ansonsten gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Camo S und Kaossi präsentieren einen 2,5 Meter Grubber, Downloadgröße 2,71 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Wie schon erwähnt, es handelt sich um einen weiteren Grubber unter der Arbeitsbreite von 3 Meter, also hier 2,5 Meter, wiegt eine Tonne, braucht 75 PS und kostet 900 Euro. Knackiger Preis, also 900 Euro finde ich hervorragend für eine kleine Farm. Hier kann gewählt werden, ob noch eine Walze hinzugefügt werden soll für 500 Euro. Und so damit haben wir einen Preis von 1400 Euro. Bei der Farbpalette haben wir die zwei Blau und eine jede Menge verschiedener Rot. In der Designfarbe haben wir 5 Blau und auch natürlich jede Menge Rot, die wir hier wählen können. Und wenn ich das richtig verstehe, ist hier die Designfarbe gebunden an die Walze. Gestern wurden von Sid Modding die 8er-Serie, die 8R-Serie von John Deere präsentiert. Und zwar die 8R, die 8RX und die 8RT. Hier kommt die 8R-Version von JMC. Downloadgröße 31,4 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Die Version von JMC kommt mit 250 PS, wird stufenlos geschaltet, hat 675 Liter Tankfüllmenge und 23 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit bei 50 km/h und wiegt 12,2 Tonnen. Ab der Stange ganz direkt, so kostet dieser Traktor 299.000 Euro. Bei den Reifenherstellern haben wir BKT, Michelin, Continental, Mitas, Nokian Tires und Trelleborg. Dann haben wir bei den Varianten, Reifenvarianten haben wir natürlich die klassischen, da gehe ich jetzt nicht alle durch. Bei der Motorenausführung haben wir die 8245er, das ist die standardmäßige verkaufte Serie hier, kommt wie gesagt mit 255 PS. Dann haben wir die 8295er R-Serie mit 305 PS. Dann haben wir die 8345 R-Serie mit 355 PS. Und dann haben wir die 8400er R-Serie. Und hier wird die Schaltung auf Last geschaltet, umgestellt mit 400 PS.
Natürlich kann auch hier der Guidance Steering Mod installiert werden. Und das Nummernschild ist natürlich hier auch verfügbar. Von Mantrit kommt die nächste Mod, und zwar mit der Downloadgröße von 26 KB, Version 1.0, und für PC und Mac ist die Mod Motorstarter. Diese Mod erlaubt uns eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten von Aktionen, die durchgeführt werden können, jetzt auch ohne dass der Motor läuft. Auch können wir den Motor automatisch starten lassen, wenn zum Beispiel wir Gas geben. Dann können wir den zum Beispiel auch starten, wenn wir einfach lenken, einfach eine Lenkungsbewegung machen, dann wird der Motor anspringen. Dann können wir hier einstellen, dass zum Beispiel etwas entladen wird. Also wenn wir zum Beispiel einen Drescher fahren und der einen vollen Tank hat, können wir den Motor ausschalten und trotzdem können wir entladen. Die Anbaugeräte können wir zum Beispiel auch heben oder senken, ohne dass der Motor läuft. Und so weiter und so fort. Hier gibt es eine Riesenmenge an Einstellungsmöglichkeiten. Um die nächste Mod zu zeigen, brauche ich den HUD. Und zwar ist es jetzt hier ein bisschen unglücklich, aber es ist nicht sehr wichtig. Es ist die Mod von Rival. Downloadgröße 8 KB, Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar ist dies die Fahrzeugauswahl für die Schadensanzeige. Also wenn ich jetzt hier in dem Tracker sitze und die Anbaugeräte auswähle mit der G-Taste, würde hier die Schadensanzeige jeweils für das ausgewählte Gerät angezeigt. Wir kommen zu der einzigen Mod, die heute ein Update bekommen hat, und zwar ist das der Krone Schwadro 2000 von GTX, Downloadgröße 4,89 MB in der Version jetzt 1.0.1.0, und zwar für alle Plattformen. Der Changelog sagt hier: Fehler behoben, bei dem manchmal kleine Streifen ausgelassen wurden. Fehler behoben, der beim Anhalten einen kleinen Haufen vor dem linken mittleren Rotor erschienen ließ. Gewicht und einige physikalische Eigenschaften wurden angepasst, um Probleme zu beheben, die bei einigen großen Traktoren aufgetreten sind. Zur Erinnerung, dabei handelt es sich wohl um den breitesten Schwader überhaupt hier im Game. Der hat 19 Meter Arbeitsbreite, 18 km/h Arbeitsgeschwindigkeit und braucht 145 PS. Kostenpunkt 74.000 Euro. So, das war es denn auch schon wieder für heute. Dies waren die Mods, die heute im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Danke fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Bitte nicht vergessen einzuschalten heute um 18 Uhr zum Livestream, zum Start auf der Kalmsten Farm. Ganz herzlichen Dank. Lasst mir doch einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir da euer Abo da, falls ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet. Ich bedanke mich nochmal. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Mod-Vorstellung von Mods, die im Giants Mod Hub veröffentlicht werden. Danke, tschüss und hasta luego.